Was haben Pferde, die dazugehörigen Anhänger und das Landgestüt Niedersachsen in Celle mit Motorbooten zu tun? Richtig, rein gar nichts. Bis auf die Tatsache, dass Reiter- und Trailerbootfahrer auf der Straße Leidensgenossen sind, denn mit den Anhängern rückwärts zu rangieren, kann bei dem einen oder anderen zu purer Verzweiflung führen. Man muss wissen, wie lenkt man, damit der Trailer in die richtige Richtung führt. Es gibt halt mehrere unterschiedliche Anwendungsarten. Einmal möchte ich gerade, wie der Trailer jetzt ist, gerade rückwärts fahren. Und wenn man sich keine Gedanken darüber macht, dann denkt man, oh, kein Problem, ich fahre jetzt gerade rückwärts. Jederzeit kann der Anhänger aber einknicken. Und wenn ich gerade rückwärts fahre, dann kann es halt zu Kollisionen kommen. Und das System verhindert einfach, dass der Trailer einknickt und korrigiert ständig. Dieses System hat der Autohersteller Volkswagen unter dem Namen Trailer Assist entwickelt. Und hier auf der Pferdebahn dürfen Journalisten aus aller Welt mit Hilfe der Technik nun fleißig rückwärts fahren. Wie das System genau funktioniert, dazu gleich mehr. Um der Pferdeallergie vorzubeugen, verziehen wir uns zunächst aber mit einer Quicksilver Active 595 in bekanntere Gefilde. Am Zeller Hafen, ja, den gibt es tatsächlich, beginnt der Test unter realen Bedingungen. Also, Rückwärtsgang rein, Parktaster wie befohlen betätigen und schon darf man das Lenkrad nicht mehr berühren. Denn jetzt lenkt der Passat selbst. Mit dem Einstellknauf für die elektrischen Spiegel bestimmt man nun, wo der Hänger hin soll. Spielernaturen kommen mit dem zum Joystick umfunktionierten Schalter schnell klar und das Auto lenkt entsprechend hinterher. Für ungeübte Trailerfahrer wäre der Moment, das Boot exakt zur Slipanlage zu manövrieren, eine nervenaufreibende Sache, doch das Assistenzsystem macht seine Arbeit wirklich gut. Einzig die Entscheidung, wann der Anhänger einschlagen muss, um es passgenau in die gewünschte Lücke zu schaffen, und die Einstellung des sogenannten Knickwinkels müssen vom Fahrer selbst kommen. Hier hilft etwas Übung, bis es beim nächsten Mal gleich zu Beginn klappt. Besonders praktisch: fixiert man die Richtung mit einem Zug am Spiegelversteller, schiebt das Auto den Anhänger haargenau in die angegebene Richtung. Jetzt fehlt nur noch ein drittes Auge am Heck des Bootes, doch selbst das bietet VW an. Eigentlich wird die Software Cam Connect mit der Unterstützung einer GoPro im Pferdeanhänger genutzt, um die Vierbeiner im Blick zu behalten. In unserem Fall wäre sie am Spiegel des Bootes aber auch sehr sinnvoll. Die wichtigen Komponenten für Trailer Assist hat VW schon längere Zeit im Angebot, etwa den Parkassistenten, der auf die Lenkung zugreifen kann, oder die elektromechanische Servolenkung. Die Rückfahrkamera allerdings wurde modifiziert. Die Kamera ist schon eine spezielle Kamera, die eine Bildverarbeitung mit sich trägt. Und diese Bildverarbeitung ist nötig, damit man die Deichsel erkennt und auch den Winkel. Geübte Autofahrasse werden jetzt vielleicht denken, so ein Spielkram, wer braucht das schon? Doch gerade wenn es mit dem nicht eben kurzen Gespann mal schnell gehen muss und Hektik ausbricht, ist Trailer Assist ein echtes Helferlein. Vor allem unterbindet es wildes Kurbeln in die meist falsche Richtung. Schade nur, dass das 635 Euro teure System nicht nachrüstbar ist.